Ja, horche mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm mit einer Evolutionsmission. Ich bin gespannt. Schabengattung bereit für Anpassung. Forschungseinrichtung der Protoss entdeckt. Dortige Experimente nützlich für Weiterentwicklung des Schwarms muss erlangen. Protoss zerstören, Schwarm verbessern. Das ist schwierig, aber die Schlupfschabe hört sich schon geil an. Okay, da bin ich ja gleich mal sehr gespannt. Eine Schlupfschabe. Und wie wir ja gelernt haben, zumindest bei den Zäglingen, ist das das dann gilt, wenn man das mal evolutionstechnisch benutzt hat, dann gilt es für die stinknormalen Einheiten. Und das ist natürlich schon richtig cool. Planet Kantar. Verborgene Protoss-Einrichtung. Okay. Viele Protoss-Versuchsobjekte. Gefangener Skantipede, ansteckender Parasit. Nun, warum lassen wir ihn da nicht raus zum Spielen? Implantiert Parasiten in Wirt. Bricht aus Leichnam hervor. Müssen Essenz erlangen. Protoss dürfen nicht zerstören. Okay. Essenz erhalten. Schaden mit parasitärer Sequenz verändert. Gattung Schlupfschabe. Implantiert Schabling als Parasiten. Bricht aus Leiche von Feind hervor. Greift an. Niemand darf überleben. Wie cool. Wie cool. Halten die denn dann... Achso, die halten nur eine gewisse Zeit. Okay. Also nichts. Das ist dann natürlich wieder weniger cool. Das habe ich ja schon gedacht, dass das... Lass die Schablinge den Feind zuerst angreifen. Die Frage ist jetzt natürlich, geht es auch wirklich? Also geht es bei den Protoss-Einheiten dann auch nicht die Töte? Wahrscheinlich schon. Das haben wir da wenig Sinn machen. Zerstört. Skantipeden-Essenz gesichert. Aber ist natürlich, es ist schon irgendwo, irgendwo ist es cool. Irgendwo. Planet Melus 4. Umgebung für Steuerung von Evolution genutzt. Nicht so cool, wie ich mir gedacht hätte.
Mikrobische Organismen pflanzen sich in Teichen fort. Generationen von Schaben befohlen zu verschlingen. Bei Mehrheit Organe versagen, sterben. Überlebende angepasst. Symbiotische Beziehung zu Mikroben gebildet. Neue Gattung, Säureschabe, bereit für Befehle. Ich spüre Protoss in der Nähe. Testen wir diese neuen Schaben im Kampf. Was machen die jetzt, die Säureschaben? Gattung Säureschabe. Säurehaltiger Speichel überzieht Feind. Verlangsamt Bewegung, verlangsamt Angriffe. Systeme versagen. Ich kann nicht angreifen. Okay. Tu dich mal schön heilen. Da warten wir jetzt mal drauf. Weil, hey, Amsa. So, einmal reparieren, meine Lieben. Jetzt. Eingraben. Warum machen wir das nicht immer so? Alle mal eingraben. Kurz ausgraben wieder und dann. Oder? Viel schlauer. Zusätzliche Schaben treffen jetzt ein. Aha. Was ist das für Schabeneier? Da kamen überhaupt keine raus. Eins. Oh nein, nicht das Ding. Monstrositäten! Ich kann mich kaum bewegen. Alle eingraben! Alle eingraben. Das war mir zu kritisch. Ich will keine Einheit verlieren. Da bin ich Brutmutter genug, um zu wissen, Einheiten verlieren schlecht. Säureschabe erfolgreich. Protoss vernichtet. Säureschabe ist Sequenzen vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Macht eindeutig mehr Sinn als diese temporären Sequenzen Planen, ja. Bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ja. Evolution abgeschlossen. So. Wunderbar. Schöne Sache. Gut. Dann können wir... Hallo? Kleiner Süßer. Gibt's noch was in der Evolutionsgruppe? Nein. Dann gehen wir doch mal reisen. Wohin können wir denn reisen? Oh Mann, ein zweites Schiff dabei. Keiner weiß es, keiner weiß es, keiner weiß es. Oh! Spannend. Ach, ich und mein kleines Haustier.
Zeratul. Ich dachte, das sind Gegner böse. Warum gibt er mir jetzt Vision? Ah, Char und Zerus. Char, das war ja jetzt. Das Char dient schon lange als Heimat. Zerus, die Wiege der Zerg. Weit entfernt vom Koprulu-Sektor, wohin sich noch kein Terraner je gewagt hat. Ihr müsst zu diesem Ur. Ich will erst das Char, das war jetzt auch. Wurde mir ja gleich am Anfang angeboten, das heißt, die Missionen werden wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein. Deshalb, go dahin. In der Hoffnung. Ich hab keine Ahnung. Was bist du eigentlich da? Was bist. Wie kommst du da um? Ist ja widerlich. Neues Gespräch. Warfields Festung. Die Liga hatte sich in meiner Abwesenheit hier ja richtig bequem gemacht. Sobald ich meine Truppen wieder habe, wird Warfield vertrieben. Die Liga. Ich kann den dunklen Templer nicht spüren. Versteckt er sich auf dem Leviathan, bereit zuzuschlagen? Er ist weg. Was er auch immer im Schilde führt, er stellt keine Gefahr für mich dar. Zumindest nicht im Moment. Stellt nicht alles eine Gefahr dar, was nicht ein Zerg ist? Stell mich nicht in Frage, Isha. Wie du wünschst, meine Königin. Isha. Okay, gibt's was Neues in der Evolutionsgrube? Neues Gespräch. Hat die Brutmutter Zagara versucht, dich mitzunehmen? Nicht mächtig genug, mir zu befehlen. Nur du. Wenn ihr dafür die Macht gefehlt hat, wie konnte sie glauben, sie könne den Schwarm befehligen? Anpassung. Sich in Situationen versetzen, in der Weiterentwicklung einzige Wahl. Veränderung erzwingen. Sie könnte sich also zu etwas viel Gefährlicherem entwickelt haben? Das dürfte interessant werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Tschüss.